Winterzeit ist Einbruchzeit, sagt die Polizei. Fenster aufgebrochen, Schränke durchwühlt, Schmuck gestohlen. Für die Opfer ist das gewaltsame Eindringen immer ein Schock. Ich habe Licht angemacht, habe gesehen, dass die Tür kaputt ist und habe dann nur meine Handtasche gegriffen und bin zur Nachbarin gerannt, weil ich dachte, vielleicht sind die noch im Haus. Alle 2 Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch. Fast 250.000 Fälle pro Jahr. Überwachungsvideos zeigen, wie knallhart die Täter vorgehen. Auch Kameras und Alarmanlagen halten sie nicht auf. Die Aufklärungsquote ist in den letzten Jahren gesunken. Mit immer besserer Technik versucht die Polizei, den Dieben auf die Schliche zu kommen. Und vielleicht handelt es sich hier dabei um die Spur eines Täters oder des Täters. Sehen Sie jetzt Diebe in der Dunkelheit. Winterzeit ist Einbruchzeit. Jetzt in der ZDF-Reportage. Mönchengladbach am frühen Morgen. Die Kommissare Ralf Piatkowski und André Quintaber auf dem Weg zum Tatort. In dieses Haus wurde in der letzten Nacht eingebrochen. Guten Tag. Guten Tag, Herr Gerlach. Piatkowski, mein Name von der Spurensicherung. Mein Kollege Quintaber. Ja. Bernd Gerlach ist Unternehmer. Der 61-Jährige war beruflich unterwegs, als der Einbruch geschah. Die Täter kamen durch ein Wohnzimmerfenster in sein Haus, haben dabei nicht unerheblichen Schaden angerichtet. Ja, das sieht ja wirklich ganz schön zerdeppert aus alles. Hier hat man wirklich alles daran gesetzt, um hier reinzukommen, was ja letzten Endes dann auch gelungen ist. Als der Hausbesitzer zurückkam, waren die Täter bereits verschwunden. Doch sie hinterließen mehr als nur ihre Fußspuren am Tatort. Wir haben ja auch ein bisschen Videoaufzeichnung aus dunkler Nacht. Weil bei ihm bereits mehrfach eingebrochen wurde, hat Hausbesitzer Gerlach Kameras installiert. Tatsächlich wurden die ungebetenen Gäste auf frischer Tat gefilmt. Gerlach zeigt den Beamten die Aufnahmen. Da kommt das Täterfahrzeug angefahren rechts, dreht sich im Wendehammer, kommt zurück. Die Kamera über dem Hauseingang erfasst die Straße und den Weg zur Tür. So, es geht wieder Licht an. Achtung, das bedeutet, die sind im Bereich des Eingangs, wo die. Und da geht auch die da kommen sie, hier kommen sie. Die ersten 2 Personen. Die dritte Person zurück, kommt wieder mit Mütze überzogen, schützt sich vor der Kamera. Genau. Die 4. Person ebenfalls. Die Einbrecher haben die Kamera entdeckt, doch sie lassen sich nicht abschrecken. Serientäter, vermutet Kommissar Piatkowski. Das Vorgehen lässt darauf schließen, dass es sich hier um eine erfahrene Tätergruppe handelt, die so einen Einbruch nicht zum ersten Mal durchführt, sondern ganz gezielt auch sich Objekte aussucht und angeht. Das Video beweist, 20 Minuten sind die Einbrecher im Haus, dann verschwinden sie mit ihrer Beute. Sie hinterlassen ein Chaos, alles geöffnet und durchwühlt. Im Wohnbereich haben die Täter die Schubladen einer Vitrine auf den Boden geleert. Was genau gestohlen wurde, kann Bernd Gerlach noch gar nicht sagen. Hier fehlt aber mit absoluter Sicherheit 3 Uhren, die ein schönes Lederarmband haben und aus Gold sind. Den Schaden schätzt Gerlach auf ca. 5.000 Euro. Doch er meint, er habe noch Glück im Unglück gehabt. Ich habe Gott sei Dank noch vor circa einem Jahr den Schmuck meiner verstorbenen Frau zur Bank gebracht. Ich hatte ihn über Jahre hier, um auch der Tochter zu zeigen oder mal einen Teil auszuleihen oder zu schenken. Uhren, Ringe, Armbänder und eine Lederjacke wurden entwendet. Der Schaden wird von der Versicherung ersetzt werden, aber es bleibt das ungute Gefühl, dass Fremde mit Gewalt eingedrungen sind. Wo ich immer Sorge vor habe, dass ich im Schlaf überrascht werde. Ja, wenn man, ich schlafe etwas abseits in diesem Haus, vom Eingang her und von diesem Wohnbereich her. Und da ist es schwer, etwas zu hören. Und sowas beunruhigt mich schon sehr. Die Kommissare beginnen mit der Ermittlung. Unter dem aufgebrochenen Fenster finden sie Schuhabdrücke in der weichen Erde. Wunderbar. Ralf Piatkowski rührt Gips an. Die Abdrücke werden ausgegossen. Schuhabdrücke haben oft individuelle Merkmale. Sie können helfen, Täter vor Gericht zu überführen. Das werden wir in der Dienststelle fein säuberlich auswaschen und haben dann einen Gipsabdruck von diesen beiden Spurenfragmenten. Einmal dieses zackige Muster und einmal so ein ganz besonderes Emblem, das uns sicherlich auch ganz schön weiterbringen wird. Auch am Fenster haben die Einbrecher Spuren hinterlassen.
André Quintaba macht sie mit Rußpulver sichtbar. Das sind hier Fingerabdrücke. Hier kann man auch schon so vereinzelte Papillarlinienstrukturen erkennen. Ne, ob die dann letzten Endes für eine Auswertbarkeit reichen, gut, das muss man dann in Ruhe nochmal betrachten. Mindestens einer der Einbrecher trug keine Handschuhe. Kommissar Quintaba sichert die Fingerabdrücke mit einer speziellen Folie. Also hier der kleine Finger, der sieht sehr vielversprechend aus. Ich denke mal, das wird wohl auf eine Auswertbarkeit hinauslaufen. Und wenn dem so ist, geht die Spur ins LKA und wird dort gegen den Bestand laufen gelassen. Und vielleicht landen wir einen Treffer. Hausbesitzer Gerlach hofft, dass die Einbrecherbande bald aus dem Verkehr gezogen wird. Es belastet schon. Man hat immer Unruhe. Also wenn man das Haus verlässt, überlegt man dreimal, ob richtig abgeschlossen ist, ob die Fenster zu sind, ob Jalousien vielleicht runtergelassen sind und. Für Quintaba und Piatkowski gibt es hier nichts mehr zu tun. Die gesicherten Spuren müssen jetzt ausgewertet werden. Wir bleiben an diesem Fall dran, werden zu den Beamten nach Mönchengladbach zurückkehren. In Bochum wurde Kommissar Rauscher alarmiert. Ja, wir fahren jetzt nach Witten. Wir haben dort gerade eine Meldung über einen Einbruch bekommen, ganz aktuell. Kommissar Rauscher ist hier in Bochum zuständig für Trickbetrug und Wohnungseinbrüche. Die Beamten wissen genau, dass eine anstrengende Spätschicht vor ihnen liegt. Der Winter ist Einbrechersaison. Man kann sagen, dass so ab 17 Uhr fangen die Tatorte an. Die werden allerdings in der Regel etwas später entdeckt, weil die Leute ja berufstätig sind. So auch in diesem Fall. Streifenbeamte sind noch am Tatort. Der Einsatzleiter informiert seine Kollegen von der Kripo. Ja, wenn Wohnungseinbruch wollt, Täter waren wahrscheinlich noch am Ort, weil die Geschädigte hat versucht reinzukommen. Da war ein Stuhl von innen gegen die Tür gestellt. Die hat die Tür aufgekriegt, hat den Stuhl dabei wegschieben können, ist ins Wohnzimmer reingegangen, hat dann festgestellt, dass hinten die Tür komplett auf ist und auch zerschlagen ist. Geschädigte sind jetzt drin in der Küche. Ja? Okay, gut. Alles klar. Danke. Gerne. Die Rückseite des Hauses. Die große Schiebetür zur Terrasse steht offen. Eine Scheibe der Doppelverglasung ist zerschlagen. Rauscher will wissen, wie die Täter ins Haus kamen. Die haben die ganze Leiste rausgebrochen und konnten dann von außen mit einem großen Schraubenzieher oder so auf den Griff hier einwirken und den Griff nach oben schieben. Und man sieht auch, wenn man jetzt hier, da kann man komplett durch nach innen. Und so ist dann auch die Tür geöffnet worden. Okay, dann haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. Vor knapp einer Stunde hat Elinor Gaub den Einbruch entdeckt. Als sie nach Hause kam, verkeilte von innen ein Stuhl die Eingangstür. Auf die Idee, dass Einbrecher mit dem Stuhl die Tür verbarrikadieren wollten, kam sie nicht. Sie betrat ihr Haus. Ich habe Licht angemacht, habe gesehen, dass die Tür kaputt ist und habe dann nur meine Handtasche gegriffen und bin zur Nachbarin gerannt, weil ich dachte, vielleicht sind die noch im Haus. Ja, dann haben wir die Polizei angerufen und dann ging es weiter. Haben Sie in dem Moment Angst? Ja. Für Hauptkommissar Rauscher ein typischer Fall. An Wintertagen muss er in Bochum im Schnitt 10 solcher Tatorte aufnehmen. Hier waren keine Gelegenheitsdiebe am Werk. Hausbesitzer Ulrich Gaub zeigt, wo die Einbrecher fündig geworden sind. Nur Geld und Schmuck fehlen. Ja, ich sag mal, der materielle Schaden ist, glaube ich, relativ überschaubar bei uns. Es sind ein paar Münzen, ein paar Schmuckgegenstände, die weggekommen sind. Das ist mir der ideelle Wert. Ne? Und denke ich auch, was uns sicherlich mehr beschäftigen wird, ist der Schrecken, den uns die Täter halt eingejagt haben und die Unsicherheit, die sich jetzt hier ergeben. Unsicher im eigenen Haus. Für die Familie ein neues, ein äußerst unangenehmes Gefühl. Zum ersten Mal wurden sie Opfer eines Einbruchs. Die Täter drangen in alle Räume ein, auch in die Kinderzimmer. Hier haben sie sogar die Spardosen der beiden Söhne mitgehen lassen. Für Hauptkommissar Rauscher harter Alltag. Ist schon ganz bitter. Aber da nehmen die Täter keine Rücksicht drauf. Die nehmen das, was sie mitkriegen können. Und irgendwelche Schicksale interessieren die nicht. Und die interessiert auch nicht, wie die Leute dahinterher teilweise drunter leiden. Dass eben halt Fremde bei ihnen im Haus waren, in ihrer Wäsche rumgewühlt haben. Da haben wir also ganz, ganz viele Geschädigte, die da hinterher noch lange Probleme mit haben. Die Beamten setzen alles daran, die Täter zu ermitteln, doch die Aufklärungsquote ist gering. In weniger als 20% aller Fälle werden die Einbrecher identifiziert und verurteilt. Kommissar Asso Blum sucht Spuren der Täter. Was war denn mal die beste Spur, die Sie gefunden haben? Haben Sie mal einen Zettel mit einer Adresse gefunden vom Täter? Bei einer Vergewaltigung haben wir den Personalausweis des Täters gefunden in einem Park, den er da bei der Tat verloren hatte. Hat es uns sehr einfach gemacht. Solche Fälle gibt es tatsächlich auch? Solche Fälle gibt es tatsächlich, hat ihm 8 Jahre eingebracht. Unklar, ob der Einbruch in Bochum jemals aufgeklärt werden kann.
Werden Einbrecher nicht auf frischer Tat erwischt, bleiben solche Fälle meist ungelöst. Zurück in Mönchengladbach. Die Kommissare Quintaba und Piatkowski ermitteln in einem Mehrfamilienhaus. Wohnungseinbruch, die Mieterin war einkaufen. Erst mit den Beamten betritt sie ihre Wohnung. Als Kati Cifuentes ihr Schlafzimmer sieht, verliert sie die Fassung. Die Sachen aus dem Die 48-Jährige hatte ihre Wohnung nur kurz verlassen. Im Schlafzimmerschrank haben die Täter ihre Wertkassette gefunden. Alle Schmuck und Erbstücke sind weg. Armbänder, Ringe, Talisman, aber alles in Gold. Bei ihrer Rückkehr sah sie die geöffnete Wohnungstür. Sie rief sofort die Polizei, wartete im Treppenhaus auf die Beamten. Den Weg, den der Täter oder die Täter wohl auch gegangen oder den die gegangen sind, den werden wir jetzt Schritt für Schritt abarbeiten. Wir fangen natürlich vorne an der Eingangstüre an. Die Wohnungstür wurde mit einem breiten Schraubendreher aufgehebelt, vermuten die Beamten. Besondere Spuren finden sie hier nicht. Die leeren Schmuckdosen auf dem Schlafzimmerbett sehen da schon interessanter aus. Quincy, hiervon wollte ich mal einen DNA-Abrieb machen. Das sieht so aus wie ziemlich angepatscht, angegrapscht. Schweiß von den Fingern des Täters kann eine DNA-Spur hinterlassen. Mit einem Wattestäbchen wird die Dose abgerieben. Das LKA wird die Probe untersuchen. Und dort wird dann eben im Rahmen der Untersuchung festgestellt, ob DNA-Material überhaupt mit aufgenommen wurde oder nicht. Und wenn ja, ob es so aussagekräftig ist, dass es für eine Identifizierung eines Täters in Frage kommt. Auch das Zimmer der Tochter wurde durchwühlt. Hier stahlen die Täter Ringe und Uhren. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Einbrecher auch die Post der 20-Jährigen. Kommissar Piatkowski hofft, dass die Diebe dabei keine Handschuhe getragen haben. Wir werden diese möglichen Spurenträger in unserem kriminaltechnischen Labor bearbeiten und dort mit Chemikalien behandeln, um zu schauen, ob da vielleicht doch noch ein paar Fingerspuren zu finden sind, die uns zum Täter führen. Auch diese Schmuckdose geht mit ins Labor. Oft ziehen Täter ihre Handschuhe aus, um kleine Dinge, zum Beispiel Ohrringe, besser anfassen zu können. Die Beamten brauchen noch eine genaue Beschreibung der gestohlenen Gegenstände. Das Opfer, Kati Cifuentes, kann noch immer nicht fassen, was hier passiert ist. Ich bin so schockiert, kann ich Ihnen sagen, dass ich auch nicht sicher bin. Für die Beamten ist die Arbeit hier getan. Jetzt müssen die Spuren ausgewertet werden. Einbruchsdelikte nehmen auch in Mönchengladbach immer mehr zu. Für die Geschädigten ist das wirklich immer ein traumatisches Erlebnis. Und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, denn es ist und bleibt ein großes Problem, wenn jemand so sehr in den privaten Bereich eindringt, so sehr in das Intimste, in die eigene Sicherheitszone, in die Wohnung eindringt. Das ist echt ein Drama für die Menschen. Allein von 2009 auf 2010 stieg die Anzahl der Einbrüche in Mönchengladbach um 20%. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, ist den Beamten kein Aufwand zu groß. Das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat ein eigenes Labor. Hier werden die mitgenommenen Gegenstände untersucht. Wir werden diese schwarze Schatulle jetzt in dem Bedampfungsverfahren behandeln. Auf dem schwarzen Kästchen kann Piatkowski mit Rußpulver nichts anfangen. Mit einer speziellen Flüssigkeit kann er aber auch hier Fingerabdrücke sichtbar machen. Da reicht eine kleine Menge. Und diese Flüssigkeit wird auf eine Verdampferplatte gestellt. Dort wird die Flüssigkeit erhitzt und verdampft und verteilt sich über einen Umluftventilator in dem Raum. Und so werden wir dann später das Spurenaufkommen an dem Spurenträger beurteilen können. Die Flüssigkeit wird auf 130 Grad erhitzt. Die exakte Temperatur ist wichtig. Ist es zu heiß, können giftige Gase entstehen. Die Untersuchung darf deshalb nur in einem geschlossenen Schrank stattfinden. Währenddessen behandelt Kommissar Quintaba die mitgenommenen Papiere mit einer anderen Flüssigkeit. Die ist weniger gefährlich, riecht aber übel. Riecht ja schon ein bisschen streng, oder? Ja, also sagen wir so, unbedenklich ist das mit Sicherheit alles nicht. Aber na gut, das ist halt Chemie. Nach 5 Minuten ist das Papier trocken. Die Beamten sind optimistisch. Fangen wir mal hier mit an. Das sieht ganz gut aus. Ja, da wird was werden. Die Lösung, mit der das Papier behandelt wurde, reagiert auf Eiweiß. So können mögliche Fingerabdrücke sichtbar gemacht werden. Mit
der Lampe, was da... Wirklich sicher sehen werden wir das dann in dem Moment, wo wir halt hier abgedunkelt haben. Und dann fluoresziert sie oder fluoresziert halt nicht. Und wir sehen, ist es eine Fingerspur oder ist es keine Fingerspur. Erst unter dem sogenannten forensischen Licht können die Beamten sehen, ob eine Spur vorhanden ist. Ah ja, guck mal, siehst du? Oh ja. Das. Guck mal, der sieht total gut aus, ne? Auf dem Papier leuchten deutlich mehrere Fingerabdrücke. Doch nicht immer sind die Spuren, die Quintaba und Piatkowski finden, auch auswertbar. Die beiden, die sind ganz erfolgversprechend. Die sehen passabel aus, denke ich auch, ne? Ja. Die Mühe der Beamten hat sich gelohnt. Diese beiden hier doch etwas schwächer erscheinende sind aber so gut dargestellt, dass es sich lohnt, diese abzufotografieren, entsprechend zu sichern und dem LKA zu übersenden, um sie dort in eine Recherche zu geben. Und vielleicht handelt es sich dabei um die Spur eines Täters oder des Täters. Nach 20 Minuten ist auch die Schmuckdose im Bedampfungsschrank soweit. Ja, die Bedampfung ist abgeschlossen und man kann also hier schon erkennen, dass eine ganze Menge an weißem Abschlag von diesen verdampften Chemikalien zu erkennen ist. Die Chemikalien haben die Fingerspuren auf dem Schmuckkästchen weiß gefärbt. Piatkowski und Quintaba suchen jetzt einen möglichst kompletten Abdruck. Der hier ist gut. Was haben Sie da gefunden? Ja, hier ist ein relativ klarer Fingerabdruck zu erkennen, bei dem man also auch tatsächlich jetzt auf diesem schwarzen Untergrund sehr gut diesen weißen Niederschlag erkennen kann. Sollte sich dieser Daumenabdruck in der Kartei des LKA finden, wäre der Täter identifiziert. Damit, denke ich, haben wir ein ganz gutes Paket zusammen und haben eine echt sehr hohe Chance, auch an den Täter oder die Täterin heranzukommen. Das Material wird ans LKA geschickt. Jetzt heißt es, warten auf das Ergebnis. In Bochum sind die Kommissare Rauscher und Baum wieder an einem neuen Tatort. Letzte Nacht wurde hier in eine Wohnung eingebrochen. Mieter Holger Hassenpflug hat die Tat entdeckt, als er nach Hause kam. Erzählen Sie mal, was ist passiert? Ja, gestern Abend so von 18, ich schätze mal von 17 Uhr bis halb elf abends war ich weg. Mhm. Kam wieder, kam hinten rein, bin hier durchgegangen im Dunkeln, habe mit meiner Bekannten telefoniert, dachte mir, warum sind da Schubladen auf in meinem Zimmer da hinten? Ja, ja, und dann bin ich durch die Wohnung gegangen, habe Licht angemacht und dann waren die Bescherung gesehen. Auch in diese Wohnung kamen die Diebe in der Dunkelheit. Der erste Weg hat sie ins Schlafzimmer geführt. Auf der Suche nach Beute haben die Täter alles aus den Schränken gerissen. Ja, das sieht ja wirklich schlimm aus. Schränke, Schubladen. Hm. Hatten Sie auch irgendwelche Wertgegenstände zwischen der Wäsche? Also im Schlafzimmer im Prinzip gar nichts. Hier sind die Diebe leer ausgegangen. Auch nebenan im Arbeitszimmer haben sie alles durchsucht. Und hier wurden sie fündig. Hier die Schubladen alle aufgemacht, ausgeräumt. Ich habe einiges ausländisches Geld, wir haben Dollar und so weiter gehabt. Das haben sie mitgenommen, das Kleinzeug da liegen gelassen. Mhm. Sind schon ungefähr so eine Ahnung, wie viel Beute jetzt so, was für ein Gesamtschaden da entstanden ist? Ich schätze mal jetzt so Pi mal Daumen, 5.000 Euro. Oh ja, das ist eine Menge. Die Täter waren überall in der Wohnung. Im Wohnzimmer haben sie Bargeld und einen riesigen Fernseher mitgehen lassen. Und was ich besonders dreist fand, war hier, dass hier in dem Raum ein 55 Zoll LED-Bildschirm war, der wirklich sehr groß war, den man eigentlich nur mit zwei Mann tragen konnte, von der Halterung abgeschraubt. Das der ging schon. Von hier bis hier, so breit. So ein großer Fernseher? So ein großer, 1,40 Meter Bildschirmdiagonale. Was hat der ungefähr für ein Gewicht, können Sie das sagen? 27 Kilo. Herr Rauscher, ist das üblich? Nein, eigentlich ist das nicht üblich, weil, wie der Geschädigte gerade schon sagte, man braucht zumindest zwei Personen zum Abtransport. Den klemmt man sich nicht mal so eben unter den Arm. Also ich denke mal, dass die Täter hier möglicherweise gezielt reingegangen sind, weil man den Flachbildschirm draußen vom Gehweg aus sehen konnte. Von dieser Straße müssen die Täter gekommen sein. In die Wohnung gelangten sie durch ein Fenster. Kommissar Blum sucht nach Spuren. Hier unten sind zwei Hebelmarken an der Öffnungsseite. Die haben gereicht, das Fenster aufzuhebeln und dann hier einzusteigen. Wonach sieht das aus? Spezialwerkzeug? Nein, das ist ein ganz normaler Schraubendreher, 14 mm Breite. Der hat genug Kraft, das Fenster aufzumachen. Zweimal angesetzt und schon rein? Und schon rein, ja. Die Hausratversicherung wird den Schaden des 43-Jährigen voraussichtlich übernehmen. Die Diebe haben das Fenster ungestört aufhebeln können, weil ihnen ein Buschdeckung bot. Doch Kahlschlag sei nicht die Lösung, meint Rauscher.
Da müsste man ja überall Büsche, Bäume fällen. Das geht natürlich auch nicht. Also da muss dann einfach appelliert werden an die Wohnungseigentümer. Die müssen einfach mehr für die Sicherung der Fenster und der Türen tun. Die Täter wollen schnell Beute machen und verschwinden. Schon einfache Sicherungen, die zu öffnen Zeit kostet, können Einbrüche verhindern. Wie Einbrecher vorgehen, wurde hier an der Universität Bochum genauer untersucht. Professor Dr. Thomas Feltes hat dazu eine Studie erstellt. Knapp 30 Intensivtäter wurden von ihm im Gefängnis befragt. Also wir haben unsere Einbrecher gefragt, erstmal, wie wählen sie ihre Objekte aus, wie versuchen sie, in die Objekte hereinzukommen und was sind ihre primären Ziele, wenn sie Einbrüche begehen. Um sich vor Einbrechern besser zu schützen, muss man erstmal wissen, wie sie arbeiten, sagt Professor Feltes. Wir schauen uns mit ihm Aufnahmen an, die Überwachungskameras von Einbrechern gemacht haben. Das erste Video zeigt einen jungen Mann, der in ein Schreibwarengeschäft einbrechen will. Als er sich unbeobachtet fühlt, zieht er ein Brecheisen aus seiner Jacke und versucht, die Eingangstür einzuschlagen. Weil das zu lange dauert, verschwindet er lieber. Der Versuch, schnell reinzukommen, ist das A und O. Also viele Täter gehen auch von Tür zu Tür oder von Fenster zu Fenster. Professionelle Täter geben nicht so schnell auf, weiß der Experte. Ob der Einbruch in einer Wohnung stattfindet oder wie hier in ein Geschäft, macht kaum einen Unterschied. Das Video zeigt, worauf es die Diebe abgesehen haben. Auf Bargeld. Wenn Sie 10 Euro stehlen, dann haben Sie auch 10 Euro. Stehlen Sie Schmuck im Wert von 10 Euro, dann verlieren Sie mindestens 2/3 des Wertes, weil ja ein Hehler dazwischen geschaltet ist. Doch wie kann man sich schützen? Angeblich sollen Hunde das beste Mittel gegen Einbrecher sein. Dieses Video scheint das zu belegen. Hier rettet sich ein Einbrecher nur knapp vor zwei großen Hunden. Das heißt, also Hunde haben einen gewissen präventiven Effekt. Sie schrecken ein bisschen ab, aber auch nur dann, wenn das Objekt nicht etwas ist oder eines ist, wo der Täter unbedingt rein will. Selbst deutlich sichtbare Alarmanlagen schrecken Einbrecher kaum ab, fand Professor Feltes heraus. Für manche Täter seien sie sogar eher der Hinweis, Achtung, hier gibt's was zu holen. Also die Einbrecher haben uns ganz klar signalisiert, wovor sie im Grunde genommen den meisten Respekt und die meiste Angst haben. Das sind aufmerksame Nachbarn. Wenn sie das Gefühl haben, da wird das Objekt beobachtet, da ist der Nachbar wachsam und meldet gegebenenfalls das der Polizei, dann ist im Grunde genommen, nimmt man Abstand von diesem Objekt. Das eher überraschende Ergebnis der wissenschaftlichen Studie, eine intakte Nachbarschaft schützt besser vor Einbrechern als Hightech-Alarmanlagen und scharfe Hunde. Lässt sich diese These im Versuch belegen? Wir bitten Hauptkommissar Olaf Rauscher von der Kripo Bochum, uns bei einem Praxistest zu begleiten. Zwei Darsteller sind angewiesen, sich in einem Wohngebiet wie mögliche Einbrecher zu verhalten. Die jungen Männer haben Werkzeug dabei und eine versteckte Kamera. Wir wollen testen, ob ihr auffälliges Verhalten von Nachbarn bemerkt wird. Ich würde mir schon wünschen, dass die Leute angesprochen werden würden und dass aber auch die Polizei informiert würde. Ist jetzt situationsbedingt. Wenn die natürlich irgendwo schon an der Tür rappeln, dann wäre es mir lieber, wenn sie gar nicht angesprochen würden, sondern wenn die Polizei sofort informiert würde. Ansonsten, wenn sie sich nur verdächtig rumtreiben, dann wären Ansprechen schon okay. Glauben Sie, es wird passieren? Ich würde es hoffen. Der Test beginnt. Unsere Darsteller schlendern in einem Wohngebiet die Straße entlang. Hauptkommissar Rauscher beobachtet die Szenen aus unserem Kameraversteck. Die beiden Testpersonen interessieren sich auffällig für die Häuser in der Straße. Zunächst passiert nichts. Weder Hausbewohner noch Passanten reagieren. Doch dann kommt ein Mann aus einem Friseurgeschäft. Er bleibt stehen und beobachtet die beiden jungen Männer aus einiger Entfernung. Lässt sie nicht mehr aus den Augen. Wie sieht das jetzt gerade für Sie aus? Ja, ich glaube, der Mann, der da vorne steht, den wir da sehen können, der überlegt jetzt ganz schwer. Ich denke mal schon, dass Ihnen die beiden Jungs sehr verdächtig vorkommen. Wollen wir mal gucken, wie er jetzt weiter reagiert. Unsere Darsteller haben nicht gemerkt, dass sie beobachtet werden. Sie gehen weiter, schauen immer noch nach offenen Türen oder Fenstern. Plötzlich steht eine Frau auf der Straße. Auch sie scheint jetzt die jungen Männer zu beobachten. Nach kurzer Zeit dreht sie sich energisch um und verschwindet in einem der Häuser. Rauscher hat eine Vermutung. Ich glaube, die ruft jetzt an.
Tatsächlich klingelt kurz darauf das Diensttelefon des Beamten. Rauscher? Ja, wunderbar. Wer war denn die Anruferin? Damit unser Test nicht gleich eine Fahndung auslöst, hatte Hauptkommissar Rauscher seine Kollegen in der Polizeizentrale vorher informiert. Ja, also die Frau, die wir gerade beobachtet haben, hat tatsächlich direkt bei der Polizei angerufen und hat gesagt, da würden zwei Personen um die Häuser schleichen. Das würde ihr sehr verdächtig vorkommen. Zusammen mit den Beamten klingeln wir bei Sonja Dewender. Der jungen Frau waren die beiden Testpersonen vom Wohnzimmer aus aufgefallen. Nachdem sie auf der Straße noch einen Blick auf die potenziellen Einbrecher geworfen hatte, zögerte sie nicht, wählte die 110. Wenn die jetzt vielleicht wirklich nur den Vorgarten angeguckt hätten und es wäre gerade Frühling gewesen, dann wäre mir das auch nicht so verdächtig gewesen. Aber dadurch, dass die dann ja auch noch nach gegenüber gegangen sind und sehr, sehr lange geguckt haben, fand ich das einfach sehr auffällig. In dem Fall. Alles richtig gemacht, Herr Rauscher? Ja, kann man sagen. Also die junge Dame hat alles richtig gemacht. Vor allen Dingen hat sie sehr spontan reagiert, hat nicht lange überlegt, sondern hat sofort den Notruf gewählt. Und wie sie gerade selber gesagt hat, dafür ist die Polizei da, das aufzuklären. Die beiden Testpersonen waren zuvor auch von einem Mann beobachtet worden. Auf ihrem Weg die Straße entlang hatte er sie nicht mehr aus den Augen gelassen. Nach einiger Zeit wählte auch er den Notruf. Wir wollen von Dietmar Kaufmann wissen, was ihm aufgefallen war. Und wir sind zwei suspekte Personen aufgefahren. Daraufhin habe ich sie weiter beobachtet und habe gesehen, wie sie die Häuser von oben bis unten inspiziert haben und in einen Fahrten reingehen. Habe daraufhin die Polizei gerufen, weil ich dachte, zu dieser Jahreszeit muss man schon aufmerksam sein. Die beiden Fremden in der Straße waren zuvor auch schon seiner Frau durch die Schaufenster ihres Ladens verdächtig erschienen. Auffällig war die beiden Köpfe, die ineinander gesteckt haben. Irgendwas wurde besprochen und das war ein ungewohntes Bild, ungewohnte Menschen. Eigentlich im Großen und Ganzen kennt man die Leute, die hierher laufen. Und ja, da sind wir dann aufmerksam geworden. Und ist die Nachbarschaft aufmerksam, haben Einbrecher schlechte Karten. Ich denke mal, man wird einen großen Prozentsatz an Einbrüchen dadurch verhindern können, weil Nachbarn eben halt rechtzeitig bemerken, da sind Personen, die gehören hier nicht hin. Das könnten Einbrecher sein und dann dementsprechend auch rechtzeitig die Polizei informieren. Hätten Sie heute Morgen damit gerechnet, dass der Tag so ausgeht? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich war da ein bisschen pessimistischer, aber wir haben gesehen, es gibt doch noch diese intakte Nachbarschaft. Zurück in Mönchengladbach. Kommissar Quintaba hat immer noch alle Hände voll zu tun. Rückblick. Vor wenigen Wochen haben wir den Beamten im Einsatz begleitet. Bei zwei Einbrüchen konnte er deutliche Spuren der Täter sichern. Nach der Überprüfung im Labor der Polizei wurden die Fingerabdrücke zum Abgleich an das Landeskriminalamt nach Düsseldorf geschickt. Zu unserem Erstaunen erfahren wir, dass der Kommissar immer noch auf Antwort vom LKA wartet. Anfragen wegen Einbruchsdelikten landen oft in der Warteschleife. Also ich sage hier nur Kapitalverbrechen, Mord, Totschlag, Raub, die halt in der Priorisierung weiter vorne liegen. Und da so leid es natürlich mir auch für den Einzelnen dann bei einem Einbruchsdiebstahl tut, die halt nachher hinten rutschen in der Bearbeitungsfolge. Und so dauert es oft Monate, bis die Beamten und die Opfer erfahren, ob die Spuren zu einem Täter führen oder nicht. Und in den Polizeilaboren stapelt sich die Arbeit und die wird immer mehr. Die Polizei rechnet mit weiter steigenden Einbruchszahlen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.